Sossenheim ist ein lebenswerter Stadtteil. Das ist das Grün, was wir direkt vor der Haustür haben. Es ist auf jeden Fall der Faulbrunnen und der alte Kern von Sossenheim. Sossenheim ist überall. Beliebig ist Sossenheim aber nicht. Die Fachwerkhäuser, der Riveler, der Kirchberg, alles Sossenheim. Günter Moos, Hobby-Stadtteilhistoriker, wurde vor 73 Jahren hier geboren. Hier kennt er sich aus. Die Erinnerungen an seinen Stadtteil hält er in Bildbänden fest. Man kennt sich aus, man kennt die kleinen Gassen, man kennt die Bewohner, die Familien. Teilweise wohnen die Familie schon Generationen in den Häusern. Das ist Sossenheim. Genauso wie die Firma Christian Bullin. 1924 gegründet, heute Weltmarktführer im Bereich Mess- und Regeltechnik. Zusammen mit ihrem Mann führt die gebürtige Sossenheimerin Dagmar Bullin-Flade das Familienunternehmen. Für sie ist ihr Stadtteil nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch ein Ort mit hohem Freizeitwert. Ich liebe an Sossenheim insbesondere das Unterfeld. Ich jogge seit 20 Jahren und kenne an der Nidda unten jeden Grashalm, jeden Vogel fast persönlich. Und das ist eine wunderschöne Art, dort zu entspannen und die Natur zu genießen. Denn was kaum einer weiß, Sossenheim ist wahnsinnig grün. Das 37 Hektar große Unterfeld ist Teil des Grüngürtels. Auf den Streuobstwiesen ist der Speierling für den Frankfurter Apfelwein besonders häufig vertreten. Vorbei an den Obstbäumen drehte Klodwig Pohl zusammen mit seiner Frau Anna fast täglich seine Runden. Der Mitbegründer der neuen Frankfurter Schule, den mit Sossenheim eine Hassliebe verband, veröffentlichte unter anderem unter dem Titel Last Exit Sossenheim bissige Zeichnungen über das Alltagsleben. Sein Lieblingsplatz am Weißdorn wurde nach seinem Tod ihm zu Ehren Klodwig-Pohl-Anlage genannt. Wenn er was Schönes geschaffen hat, dann war er fröhlich. Gell? Wenn alles gut geklappt hat mit der Zeichnung, wenn er richtig eingedrungen ist in sein Blatt, wie er mir sagte, ich bin richtig eingedrungen. Ich weiß jetzt, was die Leute denken auf diesem Bild und was sie sagen, das schreibe ich jetzt hin. Über 15.000 Menschen aus fast 100 Nationen wohnen in Sossenheim. Ein wildes Architekturgemisch ist typisch für den Stadtteil. Genauso wie die vielen Siedlungen, die in den 60er und 70er Jahren als Arbeiterwohnungen hochgezogen wurden. Zum Teil haben die Siedlungen heute einen schlechten Ruf. Problemen entgegenzuwirken schafft oft der Sport. So auch bei Emanuel Ligue Canaveral. Er schlägt sich nur im Ring. Der 26-Jährige ist Weltmeister im Kickboxen. Die haben uns von Anfang an gefördert. Die haben uns Training, Zeit, Geld, vor allem viel, viel Zeit haben die in uns investiert. Und ja, der Erfolg ist jetzt erst nach 10 Jahren zu sehen. Geglaubt an den Erfolg und ihn unterstützt hat der Jugendtreff Kosmos. Hier wird die Energie in die richtigen Bahnen gelenkt und den Jugendlichen geholfen. Sozialarbeiter und Trainer Michael Eich war als Jugendlicher selbst im Kosmos und möchte seine positiven Erfahrungen weitergeben. Hier gehört wirklich eiserne Disziplin dazu, Fairness, Respekt dem Gegner gegenüber dem Sport. Das muss man den Kindern und Jugendlichen erstmal verinnerlichen. Überhaupt ist Sossenheim sehr sportlich. Das berühmte Radrennen am 1. Mai rund um den Henninger Turm ist eine Sossenheimer Erfindung. Die Gebrüder Hermann und Erwin Moos haben es seit 1962 von Sossenheim aus organisiert. Ja, die sind natürlich auch beide hier geboren. Die Firma Moos ist hier entstanden in Sossenheim 1895. Deswegen glaube ich, dass es für die ganz wichtig war, dass sie in Sossenheim waren. Und vor allen Dingen, weil es ja auch eine Radsportstadt war. Die Radsportbegeisterung ist geblieben und das Rennen heute rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt gehört zu den erfolgreichsten Deutschlands. Auch ein berühmter Kicker ist ein Sossenheimer Bub. Weltmeister Andi Möller. Ein Vorbild für den Fußballnachwuchs. Sportlich, grün, abwechslungs- und erfolgreich. Sossenheim. Vielseitig begabt.